Friedensangebot? Nein. Anfrage am Militärzugang, wow. Ihr wollt doch kein Bündnis. Wollt ihr wieder ein Bündnis? Niemand will ein Bündnis mit mir, nur weil ich ihnen nicht helfe in ihren Kriegen, die sie nicht gewinnen können. Hm, blöd. So, irgendwen haben wir wieder mal konvertiert. Dann hier mehr konvertieren bitte. Danke. So, wir stehen hier. Die Feinde gewinnen hier. Wir können nicht ihnen zu Hilfe eilen, weil der Gegner im Weg sind. Gut, im Notfall hauen wir einfach ab. Weil ich nicht glaube, dass es ihnen, dass sie den Krieg so lange führen werden, bis sie wirklich in meinem Gebiet ankommen. Ja, die blockieren jetzt hier meinen Durchgang. Beziehungsweise ich könnte schon durchgehen, sehe ich gerade. Aber trotzdem ist dann noch das Risiko, dass sie mich angreifen währenddessen und... Hm. Nein, der Krieg ist verloren. Ich könnte mit meinen 31 Truppen die Niederlage herauszögern. Ich nehme das und bald das. Guter Plan. Dann nehmen wir hier irgendwas mit diplomatischer Unterhalt. Ja. Österreich sollte sich um einen schnellen Frieden bemühen. Aber ihr seht es ja, wie überlegen hier die Franzosen und so sind. Auch wenn Österreich jetzt nachrekrutiert, das wird nicht mehr den Kriegsverlauf ändern können. Ist die Ukraine eigentlich noch auf unserer Seite im Krieg hier? Ja, nein. Nein, und da ich jetzt sowieso nicht mehr im Krieg mitkämpfe, glaube ich, ist es auch nicht mehr unbedingt nötig aufzunehmen. Von dem her, bis bald. Und wir haben endlich wieder mal einen Herrscher, nach relativ langer Zeit eigentlich. Naja, sehr gut. Und ja, Österreich ist logischerweise weiterhin voll am Verlieren. Und Österreich will, dass ich ihnen in noch einem Krieg helfe, und zwar gegen die Niederlande. Gut. War es der Friedensvertrag mit Frankreich, dass die Niederlande... Das war nicht mal ein Friedensvertrag... Wieso sind denn dann die Niederlande frei, bitte? Das würde mich schon mal interessieren. Ja, also jetzt haben sie noch einen Krieg am Laufen. Also Österreich ist dann doch am absolut untergehen und verlieren. Hm. Ich kann ihnen nicht helfen. Wow, und die Niederlande starten mit einer Flotte von 83 Schiffen. Das ist schon sehr massiv. Aber ich kann Österreich nicht wirklich helfen. So, wir können jetzt die Idee mit der Inflationsreduktion endlich übernehmen. Und das ist mir jetzt sogar die 360 Verwaltungsmacht in der derzeitigen Situation wert. Weil unsere Inflation nämlich inzwischen bei 7% angekommen ist und die muss endlich reduziert werden. Minus 0,1 pro Jahr, das heißt, das wird sowieso trotzdem 70 Jahre dauern. So. Nein, danke, ich will nicht noch mehr Stabilität verlieren. Also insgesamt dürfte das Spiel mich jetzt dann auch bald wieder mal mit positiven Ereignissen überschütten, statt mit negativen. Das würde ich gar nicht so schlimm finden. Das erste Mal seit Jahrtausenden ist unsere Armee voll aufgeladen. Ich glaube es nicht. Wir gehen hier mal ein bisschen zurück, damit das Einkommen wieder auf positiv bleibt. Und dann, wir können 50 Truppen haben. Nehmen würde ich sagen, wir machen zwei 25er Armeen und die sollen jeweils wie aufgebaut sein? Mal überlegen, 25. Haben wir 12, 6, 7 oder 13. 14 und 7 ist schon 21. Doch, machen wir 14, 7, 4. Das heißt, wir brauchen
4 zusätzliche Kavalleristen und 10 zusätzliche Infanteristen. So, wo ist es denn am billigsten? Überall sehr gleich, okay. Dann beginnen wir mal mit dem Bau von 4 zusätzlichen Kavalleristen. Österreich hat wieder mal einen Krieg begonnen, oder? Nein, ich glaube eigentlich gar nicht, dass sie ihn begonnen haben. Verteidigungskrieg, ja, Verteidigungskrieg. Mit Brandenburg als Gegner. Ja, so extrem ungern ich das tue, aber ich werde nochmal akzeptieren. Wenn ich Österreich als Verbündeten verliere, dann habe ich wirklich gar niemanden Mächtigen auf der gesamten Erde mehr auf meiner Seite. Und das will ich nicht. Trotzdem hätte ich jetzt verdammt gerne mal einen Frieden mit Savoy. Wenn ich einen Diplomaten hätte. Außerdem versuche ich irgendwie ein Bündnis mit Moskau aufzubauen, was aber nicht sehr von Erfolg gekrönt ist bisher. Einer eurer Diplomaten ist unterwegs, okay. Wann ist der denn nicht mehr unterwegs? Gut, negativ noch ein bisschen zu viel. Oh, weil ich mich im Krieg befinde. Nach dem Krieg wollen sie ein Bündnis dann. Dann, senden wir mal nach Savoy einen unserer Diplomaten aus. Wollen also eh keinen Frieden. Ich befürchte inzwischen, dass das irgendwie der Vernichtungskrieg von Herrn Napoleon hier wird, mit dem er ganz Europa übernehmen will und dass er demnach auch bis nach Preußen marschieren wird. Aber wunderbar, dass das jetzt erst der dritte Krieg ist, in den mich Österreich mit reinzieht. Aber ich glaube ja, dass sie beim ersten noch offensiv waren und die anderen beiden defensiv. Das kann man doch irgendwie ansehen. Brandenburgische Rückeroberung von allen. Oh. Oh. Alle drei Kriege wurden begonnen von jemand anderem und Österreich ist alle dreimal der Verteidiger. Ja, jetzt habe ich doch Mitleid mit Österreich, aber mein Mitleid wird sie leider auch nicht retten. Auf der anderen Seite, ich könnte es wirklich so nett sein und hier ein bisschen mithelfen. Hier. Ja, das machen wir mal. Die kommen immer im genau besten Moment. Es war jahrelang keine Revolte. Wenn ich meine Mimik schicke, sofort Revolte. Yay! So, egal. Schwinn will Militärzugang, warum nicht? Wir gehen nach Potsdam. Jetzt gehen sie nach dort. Und genau dort werden wir sie dann auch vernichten. So, danke. Dann schlagen wir bitte unsere kleine Revolte nieder. Und will wirklich noch niemand mit dir Frieden schließen, Österreich? Du hast echt verloren. Ja. Ungarn versuche ich auch übrigens gerade vielleicht zu einem Bündnis zu bewegen. Wenn ich nicht im Krieg wäre, würden Moskau und Ungarn meine Verbündeten werden. Okay. Immerhin etwas. Geht nach... Ah, danke. Ja. Also... Österreich wird in diesem Krieg total vernichtet.
Man kann nichts anderes darüber sagen. Ich weiß auch nicht viel, was ich jetzt noch sagen soll, weil... Ja, ich sehe, dass Österreich chancenlos dasteht, was es eindeutig tut. Sie können anscheinend keinen Frieden schließen. Ich denke, dass die KI klug genug ist, einzusehen, dass jetzt gerade ein Frieden sonst angebracht wäre. Und wir können auch nicht wirklich viel mithelfen. Oder wir können ihnen nicht viel helfen. Ja, und die beiden potenziellen Verbündeten, die wir wollen, werden auch beide einmal von Rebellen und einmal von irgendwelchen Steppennomaden eben.